Es ist jetzt Dienstag, das heißt, ich habe nicht an einem Montag angefangen zu vloggen, aus dem einfachen Grund, dass gestern super viel los war. Und gestern hatte ich einen Versuch mit sogenannter Karosäure. Das ist extrem gefährlich. Das ist eine richtig, richtig ätzende Säure. Also die zerstört so ziemlich jedes organische Material, mit dem sie in Berührung kommt. Und deswegen wollte ich gestern einfach nicht vloggen, aus dem einfachen Grund, dass ich wollte mich komplett darauf konzentrieren, um sicher zu sein, dass alles, was ich mache, sicher ist. Und danach saß ich einfach zusammen mit meiner Betreuerin und wir haben weiter die Auswertung besprochen und das ist einfach, ja, genau, nicht ganz so spannend. Ich möchte meiner Betreuerin bei ihrer Auswertung helfen, weil sie jetzt bald ein Paper publizieren wird und diese Auswertung, die ich jetzt für sie machen werde oder wo ich ihr jetzt helfen werde, ist auch die gleiche Auswertung, die ich für meine Masterarbeit brauche. Deswegen sehe ich das auch ein bisschen als Übung. Aber das Skript, was wir versuchen zu verwenden, funktioniert noch nicht ganz für unsere Daten. Wir haben das von einem anderen Wissenschaftler bekommen und wir versuchen das jetzt halt für unsere Zwecke funktionieren zu machen und das ist halt noch nicht ganz, funktioniert noch nicht richtig. Und deswegen bin ich heute ein bisschen früher gekommen, um mich da einzulesen und mal zu gucken, ob ich irgendwas machen kann, damit das tatsächlich richtig funktioniert. Das heißt, ich lege euch mal hier ab. Wie ich es eben schon erwähnt hatte, habe ich an dem Morgen dann eben versucht, dieses Skript in Gang zu bekommen, aber das hat nicht richtig funktioniert. Spoiler, ich bearbeite dieses Video am 26. März und ich habe es auch immer noch nicht zum Laufen bekommen. Ich habe aber mittlerweile ein anderes Skript zum Laufen bekommen, aber darüber sprechen wir dann in dem nächsten Vlog, wo es funktioniert. Auf jeden Fall hatte ich dann nach ein bisschen Zeit am Schreibtisch dann meinen praktischen Teil des Tages und ich werde ja zurzeit noch ein bisschen eingearbeitet von dem Studi, der quasi vorher das Projekt hatte. Und wir haben zuallererst beim Mikroskop vorbeigeschaut. Wir hatten nämlich ein neues Mikroskop getestet und haben die Zellen dann über Nacht da drin gelassen und dann über Nacht sozusagen beobachten können, was die Zellen dann machen. Das sieht man hier ganz gut in der Aufnahme. Die bewegen sich dann im Prinzip immer so hin und her, aber sie können sich eben nur auf einer ganz kleinen Linie bewegen. Und das hilft uns eben ganz bestimmte Interaktionen zu beobachten und uns nur auf ganz bestimmte einzelne Zellen zu konzentrieren, weil sonst ist immer relativ schwierig, bewegende Zellen zu vermessen und Sachen anzusehen. Und da musste ich natürlich erstmal Daten übertragen, deswegen ja, habe ich meine kleine Festplatte damit hingebracht. Nachdem wir das dann in Gang gesetzt haben, weil Daten übertragen dauert ganz gerne mal eine Stunde oder zwei, sind wir dann ins Lab gegangen, um weiter mit unseren Oberflächen zu machen. Ich habe es ja, glaube ich, schon letzte Woche im Video ein bisschen genauer erklärt, aber wie gesagt, bei mir ist es komplizierter, Oberflächen herzustellen und Objektträger herzustellen, wo sich die Zellen dann eben drauf bewegen können. Und das ist eigentlich der Großteil der Arbeit in der Woche, weil es ungefähr 3 Tage dauert, bis wir diese Oberflächen fertig gemacht haben. Und hier bin ich einfach nur dabei, die Oberflächen jetzt zu waschen und eine neue Lösung drauf zu geben, um die dann sozusagen weiter verarbeiten zu können. Das heißt, was wir machen, ist, dass wir erstmal Goldpartikel auf diese Sachen drauf geben und diese Goldpartikel dann über so eine Maschine, die sie dann quasi schleudert, rauszuschleudern und dann sind die Goldpartikel auf der Oberfläche selbst verteilt. Das ist quasi so der erste Schritt und danach geben wir die Oberflächen, also die Objektträger, ich nenne sie auch Coverslips immer mal wieder, geben wir sie in so eine Maschine, die dann quasi das Ganze etwas weiter verfestigt. Ich will nicht das schemisch erklären, weil das wirklich sehr kompliziert ist. Also ich habe auch Schwierigkeiten, das alles genau zu verstehen. Ja, und sobald wir das gemacht haben, müssen sie tatsächlich über Nacht erstmal inkubieren, also über Nacht erstmal ausruhen und erst am nächsten Tag können wir sie dann tatsächlich weiterverarbeiten. Und das ist das, was diese Protokolle so ein bisschen langwierig macht. Also es gibt sehr viele Inkubationszeiten und Inkubation heißt einfach nur eine Zeit, in der wir etwas einwirken lassen sozusagen. Und deswegen dauern diese Protokolle wirklich bis zu einer Woche, damit wir dann eben diese unterschiedlichen Inkubationszeiten da beachten können, sozusagen. Das war also mein Dienstag. Ja.
Am Mittwoch hatte ich im Lab selbst wirklich fast nichts zu tun. Wie gesagt, wir mussten nur die Oberflächen aus der Inkubation rausnehmen und das war's eigentlich. Und dann mussten wir die Zellen vorbereiten, aber auch das ging super, super schnell, also wirklich so 10 Minuten. Und deswegen seht ihr mich hier fleißig an den Daten arbeiten und es hat natürlich nicht funktioniert. Ich wollte noch einen kurzen Moment Zeit nehmen, um über den Sponsor dieses Videos zu sprechen. Und ich freue mich wirklich unheimlich, mit diesem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Was ich euch noch nie erzählt habe, ist, dass ich tatsächlich meine erste Periode bekommen habe, als ich 9 Jahre alt war. Das heißt, ich war noch in der Grundschule und auf der kleinen winzigen Dorfgrundschule, zu der ich damals gegangen bin, gab es dieses Thema noch nicht. Vor allem unsere Toiletten und generell die Struktur war nicht dafür gedacht, dass es Menschen oder Personen geben könnte, die ihre Periode tatsächlich haben. Und das hat für mich slightly zu einem kleinen Trauma von öffentlichen Toiletten und Perioden geführt. Deswegen muss ich sagen, habe ich über die Jahre so einen richtigen Hass auf bestimmte Periodenprodukte einfach entwickelt, weil ich diese dann über den Tag wechseln musste oder so oder sie nicht gut für mich funktioniert haben. Und als ich dann das allererste Mal von Periodenunterwäsche gehört habe, habe ich wirklich vor Glück geschrien. Ohne Witz. Das war einfach für mich die optimale Lösung, weil ich einfach tagsüber nichts wechseln muss, nichts machen muss und auch keine Angst haben muss, dass irgendwas ausläuft oder so und kann einfach ganz normal meinen Tag begehen und wechsle einfach morgens und abends ganz normal, wie auch immer, meine Unterwäsche. Und deswegen freue ich mich unheimlich, heute mit Taney zusammenzuarbeiten, denn das ist ein Unternehmen, das Periodenunterwäsche herstellt und ich finde die Sachen von denen auch einfach super. Taney setzt sich vor allem sehr viel für Nachhaltigkeit und Umwelt- und Tierschutz ein. Das heißt, die ganzen Sachen sind vegan und sie versuchen auch wirklich dafür zu sorgen, dass alles, was sie in der Periodenunterwäsche verwenden, auch wirklich gut für unsere Haut ist, dass nichts dabei ist, was, keine Ahnung, allergische Reaktionen und so weiter auslösen konnte. Und das finde ich natürlich auch unheimlich wichtig. Man merkt die Liebe zum Detail auch einfach in der Verpackung. Als das Paket angekommen ist, war nichts in Plastik verpackt und alles entweder schön in Papier oder lag es einfach so drin. Und auf ihrer Webseite informieren sie einen auch sehr gut darüber, wie man tatsächlich mit dieser Periodenunterwäsche umgehen sollte. Was mir aber an Taney eigentlich am besten gefällt, ist, dass sie sehr size-inclusive sind. Das heißt, sie haben einfach unheimlich viele unterschiedliche Größen. Für mich ist es teilweise echt schwer, eine passende Größe zu finden. Und deswegen schätze ich es unheimlich, wenn Unternehmen darauf achten, dass sie auch ein gutes Plus-Size-Sortiment haben, damit wirklich jeder das besorgen kann, was er einfach braucht. Was ich auch super fand, ist, dass sie so eine kleine Anleitung mitgeschickt haben, also wie man mit allem umgehen kann, weil ich weiß, dass Periodenunterwäsche für die erste Verwendung echt ein bisschen beängstigend sein kann, ob das alles ausläuft und so weiter. Aber ich hatte bisher noch nie Probleme mit Periodenunterwäsche. Man muss einfach nur darauf achten, dass man halt eben für die unterschiedlichen Tage die angepasste Stärke holt. Also vielleicht für die ersten paar Tage etwas dickeres, stärkeres als für die letzten paar Tage in der Periode. Und dann läuft das schon wortwörtlich. Pun not intended. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Taney, dass sie dieses Video sponsern. Ich habe natürlich in der Description Box alles Mögliche verlinkt und ihr könnt dann mal vorbeischauen bei ihnen. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe jetzt quasi die Sachen von ihnen gerade an und werde damit meinen Tag im Institut beschreiten und ich fühle mich sicher, gut, gemütlich, all das, was man haben möchte, wenn man seine Tage hat. So, Donnerstag beginnt tatsächlich immer mit einem Meeting. Wir haben montags immer das Department Meeting, wo sich unsere komplette Abteilung trifft und donnerstags haben wir ein Meeting von unserem Lab, das heißt unserer Gruppe intern und da präsentiert dann immer jemand was Neues, was so der aktuelle Stand ist und die sind tatsächlich sehr interessant, vor allem auch für mich, weil ich dann ein besseres Gefühl dafür bekomme, was meine KollegInnen gerade so treiben und jetzt ganz banal gesagt, ich weiß dann, wo ich sie um Hilfe bitten kann. Also jeder ist einfach in seinem eigenen kleinen Gebiet Experte oder Expertin und dann ist es natürlich super cool zu wissen, was die machen und dann kann ich sie gegebenenfalls um Hilfe bitten, weil die natürlich deutlich mehr Erfahrung in anderen Sachen haben als ich und umgekehrt werden sie dann in ein paar Monaten vielleicht mich fragen können in bestimmten Sachen. Genau, also man versucht sich wirklich innerhalb seines Labs sehr zu helfen. Auf jeden Fall saß ich deswegen morgens am Schreibtisch und dann ging es zurück ins Labor für uns. Ein Teil konnte ich hier nicht mitfilmen, weil wir auch da wieder mit etwas sehr
sehr Gefährlichem gearbeitet haben und dann filme ich nicht. Aber im Prinzip haben wir dann unsere Oberflächen weiter vorbereitet und wir haben dann so eine Art Stempel reingegeben zwischen unsere Zellen. Wir möchten ja nämlich so eine Art Wundheilung machen, auch das habe ich letzte Woche im Video erklärt. Und das heißt, dass wir eben Zellen brauchen, die an bestimmten Bereichen wachsen und das machen wir mit Hilfe so einer Art Stempel. Und wir haben diesmal einen neuen Stempel ausprobiert im Vergleich zum alten, weil der alte sehr stark an der Oberfläche geklebt hat und das potenziell unsere Goldpartikel mit abgerissen hat und das ist sehr schlecht. Und deswegen wollten wir hier einen neuen Stempel ausprobieren. Der ist deutlich kleiner und der hat auch diese neuen kleinen Squares, wie ihr sehen könnt. Und das haben wir dann in dem Versuch getestet, ob das mit diesem neuen Stempel auch funktioniert oder nicht. Während wir also hier auf das Ergebnis von meinem Test warten. Gestern habe ich tatsächlich wirklich nur diese Auswertung gemacht, beziehungsweise nicht gemacht. Also ich habe es leider nicht geschafft, das Ganze in Gang zu setzen. Und heute Vormittag hatten wir Lab-Meeting und dann waren wir kurz im Labor und haben da Sachen gemacht. Aber ja, diese Oberflächenarbeit ist halt nicht sonderlich spannend. Also ich glaube nicht, dass ihr da wirklich viel zu sehen habt in den Sachen leider. Es wird dann besonders spannend, wenn wir dann am Mikroskop sind und ihr dann halt mit mir zum Beispiel die ersten Mikroskopierbilder sehen könnt. Das ist eigentlich so das Allercoolste. Und das ist dann nächste Woche. So, genau. Heute Nachmittag lerne ich die Transfection. Das wird nämlich eine Praktikantin machen, die Mitte April hierher kommt. Und das soll ich dann quasi mitlernen, damit ich dann gegebenenfalls helfen kann, sie mit einzulernen und genau für Fragen bereit sein kann. Und ich denke, dabei werde ich nicht filmen, weil das ist dann mit einem anderen Kollegen, der in die YouTube-Sache noch nicht so genau eingewiesen ist. Und da muss man ja nicht filmen, aber wir sind dann wesentlich in der Zellkultur und lernen, wie man ein neues Gen in Zellen reinbringt. Weil manchmal müssen wir hier Zellen ein neues Protein geben oder ein gewisses Protein mit Fluoreszenz, damit wir das zum Beispiel besser im Mikroskop sehen können. Und das heißt, dass wir manchmal dann eben ein neues Gen in Zellen reinführen müssen und das nennt man Transfection. Und das lernen wir heute, weil meine Betreuerin hat das so wie ich vor Jahren mal gemacht. Aber wir wissen nicht mehr genau, wie es geht und dann bringt es uns ein Kollege bei. Das ist also so ein bisschen der Plan für den Nachmittag. Und dann werde ich wahrscheinlich wieder versuchen, ein bisschen am Computer zu arbeiten. Und dann geht es auch schon ins Yoga. So wie es aussieht, werde ich auch an meinen Plänen festhalten können. Das sieht Gott sei Dank sehr negativ aus. Also. An dem Abend habe ich dann einfach noch meine Zellen versorgt. Also ich habe natürlich auch Zellen, die ich dann in meinen Experimenten dann verwenden werde. Und ja, ich habe dann einfach, die muss man immer wieder mal splitten. Man muss denen immer wieder Nahrung geben, damit die einfach gut weiter wachsen können. Und das habe ich einfach an dem Abend dann noch erledigt. Das ist mir nämlich nach der Transfektion dann eingefallen, dass ich das noch machen muss. Und dann, genau, habe ich das nochmal schnell gemacht. Freitag gibt es leider überhaupt nichts Spannendes zu berichten, weil ich an dem Tag wirklich nur versucht habe, diese Auswertung in Gang zu setzen und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Also mein Laptop hat wirklich so 5 Stunden am Stück gearbeitet und Sachen kalkuliert, irgendwas hat es gemacht, auf jeden Fall, es hat nicht geklappt. Und ich muss ehrlich sagen, ich war Freitagabend schon sehr frustriert und auch nicht so gut gelaunt. Also ich war sehr bereit für das Wochenende. Aber das ist einfach auch etwas, was zu Labor gehört. Also es ist sehr oft so, eigentlich immer so, dass die Sachen erstmal eine lange Zeit nicht funktionieren und dann erst mit der Zeit, mit sehr, sehr viel Fehler und Troubleshooting und Aufarbeitung und Ideen, die man hat, erst dann funktioniert das Ganze. Und das macht es halt einfach ein bisschen frustrierend manchmal. Aber genau, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es in der Woche danach dann irgendwann gehen würde. Aber ja, so war es einfach. Aber das war meine Woche im Lab und ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dann!